und herzlich willkommen auf dem Filmkino-Kanal zu einem neuen DVD-Check von mir für euch. Und ja, heute kommen wir zu einem neuen DVD-Check und zwar zu Dirty Dancing. Viel Spaß damit! Dirty Dancing mit Patrick Swayze, dem Star aus der Serie Fackeln im Sturm. Für Baby begann alles wie ein ganz normaler Sommerurlaub. Wer ist denn das? Das sind die Tanzlehrer. Plötzlich ist Baby mittendrin. Was bin da? Ich kann nicht gut tanzen. Er bringt es ihr bei. Jennifer Grey aus Cotton Club und Cynthia Rhodes aus Runaway und Staying Alive. Ich sag's dir nicht nochmal. Er ist kein Umgang für dich. Er passt nicht zu dir. Wann wirst du endlich deinem Daddy erzählen, dass wir zusammen gehen, hä? Ich hab dir doch gesagt, ich muss den richtigen Augenblick abpassen. Dann werde ich es. Das glaube ich dir nicht mehr, Baby. Er kann ihr nicht widerstehen. Sie ist zu süß. Mach Schluss, bevor es schief geht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich hab Angst. Verstehst du das nicht? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Noch niemals in meinem Leben war ich so glücklich wie mit dir. Ich brauche dich, Johnny. Auch wenn alle gegen sie sind, gegen diese Liebe sind sie machtlos. Dirty Dancing. Nummer 2 der US-Top-Hits. Ein irrer Film. Mit dem Erfolgs-Soundtrack von RCA Columbia. Dirty Dancing. Mit Patrick Swayze, Jennifer Grey und Cynthia Rhodes. Dirty Dancing. Ein Film wie eine Fackel. Ja, meine Freunde, Dirty Dancing kennt eigentlich jeder von euch. Läuft auch, glaube ich, 2 bis 3 Mal im Jahr im Free TV, im Fernsehen. Und ich finde trotzdem, man musste den einfach mit reinnehmen, weil es einfach einer der erfolgreichsten Filme der Welt ist. Also ganz ehrlich, deswegen dachte ich einfach so, ich war am Überlegen, nimmst du Dirty Dancing noch rein? Das ist ein langer Film, den kennt eigentlich jeder, weil er oft im Fernsehen läuft. Aber ja, meine Leute, weil es einfach ein sehr schöner und erfolgreicher Film ist und einfach richtig was aussagen. Das hat mich einfach so inspiriert, das einfach den zu sagen, ja gut, dann nehme ich den einfach mit rein. Vielleicht wollen sich die Leute noch kaufen, vielleicht wollten sie einfach diesen Trailer-Check nochmal dazu sehen, den Trailer an sich. Und da sieht man auch, wie die Qualität von den Trailern her besser geworden ist. Man sieht diesen Trailer, der einfach eigentlich gar kein richtiger Trailer ist, sondern einfach nur so eine Vorankündigung, beziehungsweise was alles mit drinne spielt. Und man sieht jetzt die heutzutage Trailer, die einfach viel mehr aussagen und viel, viel besser auf einen Film hinweisen und den viel spannender machen. Ich habe mich einfach tierisch gefreut, einfach mal auch diesen Kontrast zu sehen zu früher Trailer und heute Trailer. Und ich finde einfach, den Film muss man sich einmal geben. Es geht einfach darum, dass eine Frau in Urlaub fährt mit ihrer Familie, das ist Baby. Und die machen dann Ferien in so einer Anlage. Und da ist eine Tanzschule mit drin, beziehungsweise ein Pärchen, was sie tanzen sieht und wie er es auch machen. Als die Frau dann, oder die Partnerin von Patrick Swayze, die dann auch noch krank wird oder beziehungsweise schwanger ist und dann auch nicht mehr auftreten kann, kommt Baby dann ein bisschen mit ins Spiel und sagt dann von sich aus, sie würde es gerne machen, sie würde die Rolle gerne übernehmen, wo alle denken, das geht doch gar nicht, sie hat doch gar keine Erfahrung, das kriegen wir alles gar nicht hin, wie soll sie es lernen? Bloß Patrick Swayze, ich weiß nicht genau seinen Filmname, deswegen, und Baby, die glauben einfach daran und üben und üben und üben und üben und das ist einfach so toll, dass man das doch erreichen kann, dieses Ausdruck, dieser Wille ist einfach zu schaffen zu wollen, es allen beweisen zu wollen. Der Vater geht schon noch dazwischen, der will nicht, dass sie den Kontakt zu ihm hat. Und sie entwickeln aber eine Liebe zwischen sich. Und das ist einfach ein richtig schöner, toller Film. Und natürlich ein richtiger Frauenfilm, weil jede Frau davon einfach anfängt zu weinen, weil dieser Film einfach so herzergreifend ist und so super schön, dass es doch nachher alles so super klappt. Und auch beim Auftritt, dass sie so einen geilen Auftritt hinlegen. Und deswegen einfach jede Frau fängt bei diesem Film an zu weinen. Das kann man einfach total verstehen. Und Männer, auch unter euch, guckt euch den auch an, das ist ein echt schöner Film und den kann man sich auch echt mal zusammen mit seiner Freundin oder auch alleine oder auch gerne mal angucken, weil es auch ein echt schöner Film ist, ein echt guter, gelungener Film. Auch schon früher in der Zeit, was da noch nicht so alles möglich war wie heutzutage, ein super Film. Man hat das alles rausgenommen, aber die Kapazitäten ausgenutzt, die man dann noch hatte und einen richtig schönen Film gemacht, einen richtig schönen Tanzfilm. Und da zeigt einem wieder, wo kommt dieser Ursprung Tanzen eigentlich her und er kommt einfach von da. Jeder Dirty Dancing, der sich auf jeden Fall angeguckt hat, hat den Film geliebt, weil er einfach so toll war, so herzergreifend und einfach so viel Ausdruck hatte. Und deswegen habe ich den einfach mit reingemacht. Die finden unten in der Beschreibung den Link zur Blu-ray und auch zur DVD. Also wenn ihr den unbedingt noch haben wollt, bestellt euch den bei Amazon. Die Links packe ich euch unten rein. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich glaube, viel kritisieren kann man sowieso nicht, weil die meisten kennen diesen Film. Man kann euch nur ein bisschen was erzählen, falls ihr den Film noch nicht kennt. Aber das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass ihr ihn noch nicht kennt. Auf jeden Fall, meine Freunde, wenn ihr den Film haben wollt, guckt in die Beschreibung, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Kindertag von mir für euch. Und bis dahin einen schönen Abend, schönen Morgen, schöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.